Ich kann nicht versprechen, dass sich alles so schnell normalisiert, wie sich das manche wünschen. Ehrlich sein heißt auch das auszusprechen, was schwerfällt. Es wird auch nach den Osterferien nicht einfach so weitergehen können wie vorher. Wer zu früh lockert, riskiert einen Rückfall. Ich bitte um Verständnis. Wir lassen keine Experimente mit unserer Gesundheit zu. Solange es keinen Impfstoff oder Medikamente gibt, müssen wir vorsichtig sein. Wie es weitergeht, werden wir diskutieren. Dabei haben wir alle Maßnahmen im Blick. Wir wägen ab, ob all die Einschränkungen noch angemessen und verhältnismäßig sind. Natürlich wollen wir wieder mehr Freiheit und Normalität, so schnell wie möglich, aber auch so sicher wie nötig. Wenn uns die Virologen und Mediziner grünes Licht geben, kann es schrittweise Erleichterungen geben, aber mit Umsicht und Vorsicht. Es gibt Bereiche, da kann es schneller gehen. Es gibt Bereiche, da wird es sicher länger dauern. Bis dahin bitte ich Sie noch einmal, haben Sie Geduld. Geduld rettet Leben. Ungeduld riskiert Leben. Поделитесь этим видео с близким человеком. На этом все. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии и читайте комментарии. Там иногда умные люди пишут умные вещи. Всем добра.